Arno, in dieser Saison streicht man, glaube ich, die beiden Spiele gegen die SG Flensburg-Handewitt schnell aus dem Gedächtnis, oder? Ja, aber trotzdem müssen wir eigentlich analysieren, dieses Spiel. Was hat in der ersten Halbzeit passiert? Das darf eigentlich nicht passieren bei uns. Und ja, das war eigentlich schlecht, muss man sagen. Und ob das war Angriff oder Abwehr, das ist egal. Das war einfach nicht in Ordnung. Also da seid ihr jetzt nicht zwingend an Kevin Möller gescheitert, sondern eigentlich eher an euch selbst heute, ein gebrauchter Tag. Ja, da muss man auch sagen, das hat eigentlich in erster Halbzeit waren wir eigentlich nicht da und wir haben nicht 100% alles gemacht und wir sind so eine Mannschaft, dass wir müssen alles 100% machen. Das haben wir nicht in erster Halbzeit gezeigt und gemacht und das so und dann passiert sowas und das darf eigentlich nicht passieren. Aber erst zweite Halbzeit war ziemlich besser. Wir haben ja schon ein bisschen besser gemacht, aber wir verlieren mit 15 Toren und das ist einfach zu viel. War es dann vorrangig Körpersprache und Defensive, dass es in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gelaufen ist? Ja, es war ein bisschen mehr Körpersprache auf dem Spielfeld und auf der Bank. Und wie ich habe früher gesagt, wir sind einfach so ein Mannschaft. Wir müssen alle da sein. Und wenn wir nicht alle da sind, dann ist das unfassbar schwer für uns. Und das nutzt so eine gute Mannschaft wie Flensburg. Und das haben wir nie gemacht. Nach dem Spiel trotzdem noch einen warmen Applaus von den zahlreich mitgereisten Fans. Tut das dann trotzdem auch irgendwie gut? Ja, natürlich. Und das ist einfach, ja, die fahren hier hin und das ist, weiß nicht, 700 Kilometer und mit dem Bus und gucken das Spiel und das ist einfach unfassbar, was die haben, ein ganzes Spiel für uns gemacht. Und ja, und das ist, ja, nach dem Spiel, so, wie so ein Spiel wie heute, dann ist das so einfach gut, unsere Fans zu sehen und die haben 100% alles gegeben heute. Auch wenn man sich sein Debüt in der Bundesliga mit so viel Einsatzzeit anders vorstellt, kann man sagen, dass du dir heute doch durchaus auch Selbstbewusstsein hier erarbeitet hast mit den Paraden, die du geliefert hast, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber natürlich ist das für mich persönlich, war das, glaube ich, ein ganz ordentliches Spiel. Die Abwehr macht es mir natürlich in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen leichter, muss ich sagen. Die zweite Halbzeit ist auch deutlich besser als die erste Halbzeit, wo wir, glaube ich, sehr schlecht spielen. Was würdest du sagen, woran hat es heute gelegen mit einem Blick auch aufs Hinspiel? Fast eine Blaupause. Flensburg, glaube ich, diese Saison kein gutes Pflaster für den BRC. Ja, ich weiß noch nicht genau, woran es dann gelegen hat. Auf jeden Fall spielen wir eine sehr schlechte erste Halbzeit, wo wir gar nicht in den Tritt kommen, wo vorne wie hinten nicht wirklich was passt. Und in der zweiten Halbzeit funktioniert das auf jeden Fall ein bisschen besser. Kommen dann, glaube ich, wir verlieren die zweite Halbzeit mit 2 Toren. Also auf jeden Fall besser als die erste Halbzeit, aber dann ist das halt auch schon gegessen in der Halbzeit.